Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid mit der nächsten oder die nächsten Abenteuer von uns und unserer Logelina im westlichen Himmelsrand. Ja, wir sind wieder da. Ihr hört es vielleicht jetzt auch schon wieder ein bisschen. Eben bei mir hat sich wieder was ein bisschen an dem Mikro geändert. Paar Dinge sind wieder. Oh, eine Kiste. Da habe ich mir noch mal ein bisschen schlau gemacht und ein bisschen befasst. Und hab's jetzt, glaube ich, langsam doch ganz gut im Griff mit dem Mikrofon. Wir wollen euch ja immer nur das Beste bieten. Ah! Gebrochen. Ist er drinne? Ah, na super. So, egal. Wir gehen jetzt nach, weiter. Wir haben hier ja noch einiges auf dem Zettel. Oh, ein Hab hier. Haben wir hier noch einiges auf dem Zettel in... ich wollte jetzt schon fast Elsewhere sagen, aber da sind wir ja nicht mehr. In Greymoor, hier im westlichen Himmelsrand. Erstmal müssen wir jetzt uns wieder mit Narsis treffen. Um das nächste Rätsel zu lösen. Da ist noch ein... Unstein, den will ich haben. Runstein. Runstein. Haben wir da vorne, haben wir wieder so einen Sturm und da haben wir wieder das. Müssen wir da hoch? Da müssen wir hoch. Komm, da kommen wir hoch. Ein Graumhall. Na komm, dich machen wir auch noch kalt. Uah! Uhuhu. Und ihr kriegt fleißige Erfahrung für die Kriegergilde. Krieger, ho! Hier hinten müssen wir hin. Okay. Ah, da ist er. Ah, sie ist drin. Was erwartet uns diesmal? Blütenblättern? Mehr ein Pfad zu Kopfschmerzen. Ja. Blüten für trauernde Witwen? Drachenzunge für uralte Kehlen? Nur Unfug durch die Bank weg! Das Rätsel scheint sich um Blumen und Zahlen zu drehen. Ich verstehe einfach nicht, was Blumen mit diesen Leuchtern zu tun haben. Wahrscheinlich eine falsche Fährte. Sehr üblich bei solchen Rätseln. Doch ich will euch nicht aufhalten. Ehrlich gesagt, könnte ich eine Pause von all dieser Torheit brauchen. Na schön, ich versuche es. Löse Melmots Rätsel. Was haben wir hier? Dualleuchter. Oh je. Eine Blüte für den Kuss zum Schluss. Er wird doch sicher nicht wollen, dass wir einen der Leuchter küssen. Mal. Es muss eine Art Reihenfolge geben. Seht euch noch einmal Melmots Rätsel an. Wo ist denn Melmots Rätsel? Wo haben wir das denn? Oh, wir haben hier so viel Rätsel. Haben wir das überhaupt irgendwo? Ach, wir haben hier so viel Müll in der Tasche. Das ist... Dringend lauf... Festgegenstände, grobe Karte. Nein. Wo ist denn das? Wir haben doch hier Tagebuch. Tagebuch? Kann es da sein? Bibliothek, da. Wollen wir mal gucken. Gradweit? Nee, auch nicht. Was ist denn? Ich muss die Leuchterätsel lösen, um die bei meiner Prüfung zu die Schriftrolle aus der Grotte sollte Hinweise darauf geben, was ich tun muss. Okay. Schriftrolle. Alles. Was denn? Gesichtsbemalung. Da habe ich so viel. Ich habe so viel. Schnellzugriff. Da mal hin. Grobe Karte. Körperbemalung. Aktivieren. Guck mal, das können wir nochmal schon mal aktivieren. Dann haben wir das schon mal weg. Aktivieren. Das haben wir das auch schon mal weg. Aktivieren. Ah. Mal aktivieren. Ah, guck mal, wir haben Begleiter. Nee, den schicken wir weg.
Jalputz aktivieren. Cool, neue Klamotten. Aha. Aktivieren. Haha, coole Sache. Aber trotzdem müssen wir jetzt nochmal, können wir die auch benutzen? Ja, die können wir benutzen. Opfer Taschenmammut. Wartet der, diese Kreatur oft hinter, weil ich jetzt ihn sehe, wie euch hinterher. Cool. Das nehmen wir mal. Cool. Wir müssen ja aber trotzdem. Kann ich die benutzen? Nein. Was sind die blöde Schriftrolle? Hab ich nicht. Und das. Festgegenstände. Nee, ich hab nur die grobe Karte. Ja. Hä? Hast du die Karte? Habt ihr nicht irgendwelche Blütenblätter abzurupfen? Ich hab die Karte nicht. Oder muss man hier jetzt auch irgendwie was anderes machen? Passiert nichts. Stimmt anscheinend nicht. Zwei Bergblumen. Vielleicht gibt es da eine Reihenfolge. Ah. Zwei Bergblumen. Ja, ich würde jetzt gerne mal die Schriftrolle nochmal lesen, aber... Ich würde das gerne jetzt nochmal lesen. Aber... Ich habe die Rangliste nicht, denn ich glaube, ich habe es jetzt langsam. Bin ich jetzt so diese blöde... Decke von Riesen? Nein. Diese blöde Quest hätte. Und die leuchtet nämlich schon mal. Vier Blumen. Danke. Drei Blumen, aber sechs Leuchter? Oh, warum muss denn alles ein Rätsel sein? Der muss als erstes. Zwei Blumen. Vier Blumen. Und ein Kuss war das, glaube ich, am Ende. Bin, der hier Mühe hat. Lest das Rätsel noch einmal und versucht es an. Ich hab das Rätsel noch nicht. Mensch. Ein Blume. Vier Blume. So. Und drei. Und jetzt eins. Und noch eine Schriftrolle. Kühne war mit euch, scheint es mir. Ho, ho, Feuer bedeutet Wärme und es wird langsam wärmer. Alle Türen führen irgendwo hin, aber manche Türen führen nirgendwo hin. Wer stark ist, hat recht, aber rechts könnte falsch sein. Auch rechts von links könnte nicht lange werden. Äußerst linke Wege könnten zur Sammlung führen. Der dritte seine Art bringt oft Schmerz und jetzt wagt den Sprung. Wie eine Katze. Habt Vertrauen wie eine Katze und ihr werdet sicher, sicher landen. Okay. Nun, was steht als nächstes auf dem Plan? Schweineohren der Größe nach sortieren, ein Wettessen mit Rohrgrillfleisch. An diesem Punkt würde mich nichts mehr überraschen. Das Rätsel dreht sich um Türen. Türen, was? Vielleicht kommen wir dem Ende dieser Sache endlich näher. Ja, jetzt verstehe ich. Diese letzte Zeile über den Sprung einer Katze, das ist ein klarer Verweis auf den Säbelzahnkatzensprung. Ein Felsvorsprung südwestlich von Mortal. Ich wüsste dort aber nichts von Türen. Vielleicht hat Melmot dort Türillusion erzeugt. Ach, ihr habt wahrscheinlich recht. Doch ich sage euch was, falls diese illusionären Türen nirgendwo hinführen, werde ich sehr sauer sein. Es gibt nur einen Weg, das sicher herauszufinden. Machen wir uns auf den Weg zum Säbelzahnkatzensprung. Ich treffe euch dort. In Ordnung, ich treffe euch am Säbelzahnkatzensprung. Okay, wo ist es da? Da ist ja da hinten. Oh je. Okay.
Nehmen wir mal ein getreues Ross hier. Dahin und dahin. Fackel. Ja, Harpien will ich nicht. Harpien sind tot. Geht weg. Ah, oh, die haben mich voll erwischt. Ich glaub's nicht. Dafür wirst du jetzt bluten. Boah. Ha. Oh, ein Stahlküras. Alles. Das Stahlküras. Aha. Weg. Ah, Stahlküras. Ach so, hat ja gar nichts. Blöde Harpier. Mann, Mann, Mann. Was ist das denn jetzt schon? Ein Troll. Trolle. Natürlich. Schon wieder Trolle hier. Da ist ein Runstein. Runstein. Muss auch halt mal wieder weiter mal die Berufe. Zwischendurch mal. Das kann ich aber auch vielleicht aber auch offline machen. Das muss ich euch ja nicht unbedingt antun, wie ich dann die stundenlang da stehe und meine Berufe hochgille. Das wäre ja fatal für euch. Oh, wir sind erst da hinten. Oh, was ist das denn hier für ein Tal? Geistertal. Alkrad-Ritualstätte entdeckt. Ist jetzt hier? Ja, biegen schon. Ja. Hier längs. Da ist noch eine Nebenquest da hinten. Wenn wir das später machen. Da vorne ist auch noch ein Runstein. Da gehen wir jetzt aber nicht unbedingt rüber. Ich habe jetzt keine Lust zu. Zweiglinge. Und Zweiglinge. Schattenwölfe, natürlich. Sehr schön. Und beim Mammut laufen wir noch tapfer hinterher. Ha! Sehr gut. Da ist schon wieder Schattenwölfe. Hihihi. Hier links ist auch noch eine Nebenquest. Wenn nachher auch noch mal machen. Da drüben, okay. Können wir später auch noch machen. Denken wir, wir werden ja nicht den letzten Tag jetzt hier im Himmelsrand sein lassen. Totenkopf. Schauen wir mal nach, ob da was los ist. Da, Runstein, den nehmen wir erstmal mit. Haben wir denn da vorne? Wollte ich da mal umgucken. Und da ist noch. Okay, da steht auf jeden Fall einer. Der tut mir bestimmt ganz schön doll Aua nachher. Da muss ich nicht unbedingt hin. Die Zuflucht der Schattenmutter entdeckt. Okay. Da, Türen. Ah. Dieses Rätsel wird ziemlich simpel. Eine einfache Frage der Deduktion. Aha, ich hab's. Seht gut her. Okay. Na, da bin ich mal gespannt. Bumm. Jetzt würde ich gerne mal wieder die Schriftrolle haben. Nein, das diente dazu, die Folgen übereilter
Entscheidung zu veranschaulichen. Wisst ihr noch?